Was geht ab, meine lieben Freunde? Chanel ist wieder zurück in Deutschland, um genau zu sein in Hamburg. Vor einigen Tagen hat er ein 2-stündiges Video veröffentlicht und seine Zeit in den USA Revue passieren lassen. Und vor allem hat er über die letzten 2 Jahre gesprochen. Denn durch die aktuelle Situation konnte er keine Wettkämpfe bestreiten und dadurch war er gezwungen, legale, aber auch illegale Tätigkeiten nachzugehen. Wenn man sich für Chanel interessiert, sollte man sich definitiv das Video anschauen, denn danach versteht man ihn meiner Meinung nach viel besser. Als ich mir das Video angeschaut habe und er über den täglichen Hustle sprach, war ich sprachlos. Denn wenn man überlegt, was er alles durchlebt hat mit seiner Frau und 2 Kindern, musste ich immer wieder über die Videos nachdenken, die er aufnahm, während er sich Schießereien mit Gangs liefern musste oder Substanzen verkaufte. Und trotz all dem hat er es immer wieder geschafft, positiv zu bleiben und seinen Fans und Supporter Mut zuzusprechen. Und jeder, der sich mit den USA auskennt oder dort war, weiß, dass ein Menschenleben in den falschen Ecken nichts wert ist. Er hat auch in dem Video mehrmals angesprochen, dass er gerne ein Buch schreiben würde. Und ich hoffe persönlich, dass er irgendwann wirklich die Zeit hat und seine Erlebnisse niederschreibt und vielleicht sogar eine Doku dreht. Ich blende euch einige Minuten des Videos ein. Am Anfang spricht er noch darüber, dass er wahrscheinlich Shindy einen Tag vor dem Flug in Miami gesehen haben könnte. Den Link zum gesamten Video findet ihr wie immer in der Infobox. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Meine Kinder, meine Frau nicht mehr. Wir sagen mehr, wir sind von Germany, weißt du, wir fliegen morgen sowieso weg hier, so, like, we just want to be here for one night. Und sie so, ja, aber, like, yo, this is Miami Beach. Und ich glaube, ich habe an denselben Abend sogar, nee, an den Abend davor, habe ich, glaube ich, Shindy getroffen oder irgendwie so richtig eng. Weil ich, so, ich kenne ja Shindy, ich weiß ja, wie er aussieht, aber ich weiß nicht, ob der Typ das war. Der hat mich schon mitten in Miami Beach auf der Straße so, ey, Chanel. Ja. Ey Mann, wie geht's dir? Ich so, gut. Und dir? So, ja, gut. Ey Mann, ich verfolge dich. Ja, okay, cool. Und er so, kennst doch Shindy, ne? Und ich so, ja, na klar, von Order Ende, von Buten. Ja, 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 genau. Er so, ja, ja, ja. Ich so, ach so, okay. Ja, dann weiß ich, grüß ihn von mir, wenn du ihn siehst. Oh, ey, cool, danke dir, danke. Ja, okay, Mann. Ey, wünsche euch doch alles Gute und so. Denke ich wirklich so, mein Schatz. Kann es sein, dass das Shindy war? Und meine Frau kennt nichts von deutschen Musikern. Ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie die alle aussehen. So, I don't know. Wenn er das gewesen, wenn du das mitkriegen sollst und du bist, ey, dann holler at me, weißt du, dann hätten wir an den Namen noch ein bisschen quatschen sollen, vielleicht. So. Sorry. Ich wusste jetzt auch nicht, so, weißt du, so. So. Du hörst ja, was wir alles durchgemacht haben. Da, like, mein Kopf ist überhaupt gar nicht gerade so. Deutschrap, oh, Shindy, so, ey, wollen wir nicht mal zusammen? Like, ich will nur noch weg hier. Katastrophe. Dann haben wir 3-mal Flüge, sind wir 3-mal zum Airport, 1-mal abgezogen worden mit den boah, es ist so, so viel Scheiße hier passiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Bis wir es endlich geschafft haben, in diesen Flieger zu steigen und in Hamburg angekommen sind. Und jetzt bin ich hier. Wir haben es da rausgeschafft. Wir haben es da rausgeschafft. Und wie gesagt, da ist noch so viel mehr passiert, aber ich kann das alles gar nicht richtig so, ich kann das alles gar nicht mehr, es ist einfach nur eine kranke Scheiße gewesen. Es ist ein ganzer Film mit 10 Episoden, ich müsste jede Episode ausholen, like, vielleicht mache ich darüber mal einen Film oder ein Buch oder irgendwas, I don't know what I'm gonna do, but damit ihr wisst, so warum, wieso, weshalb, weil ich bin es auch leid, immer nur Videos zu machen und immer nur so, ja, so Like-Codes und das und das und das, aber euch nicht wirklich zu erzählen, was hinter den Kulissen so alles abläuft, weißt du? Und es ist echt zu viel. Und da war ich jetzt einfach der Meinung, dass es jetzt Zeit ist, dass ich euch das alles sage. Und ja, so, das ist meine Ehrlichkeit von mir zu euch, so mein Geschenk an euch schon heute. So, Heiligabend. Merry Christmas. So, yeah, man, that's basically what's going on. Aber mir geht's gut. Uns geht's gut. Wir den freuen Kindern uns, dass wir hier gut. Den Kindern geht's gut. Und das ist das Allerwichtigste. Dass es den Kindern gut geht. Weil wir tun alles für unsere Kinder. Mittlerweile haben wir verstanden, das Leben geht nicht mehr um uns, es geht nicht mehr darum, Verträge zu bekommen, Fighter zu werden, dies, das, das, das. In erster Linie geht es nur darum, für unsere Kinder das Beste zu tun und zu sorgen. Und damit die alles haben, was sie brauchen. Der Rest wird sich alles ergeben. So Leute, ich kann euch nur sagen, in den letzten 3 Jahren habe ich so viel Scheiße gemacht und so viel, was ich nicht mal in 10 Jahren hier in Deutschland hatte, weißt du? Und yeah, man. Wir haben schon viel erlebt in Deutschland und beim Rumreisen. Quatsch. Wir kamen 3 Jahre Amerika. Ja. Haben wir gemerkt, dass das gar nichts war, was wir bisher erlebt haben. So, yeah, man, es war
Das war mal so kurz erzählt, obwohl es auch schon lange gedauert hat, aber ein kurzer Einblick in die letzten 3 Jahre, was bei mir los war. Und was ihr darüber denkt oder was nicht, ist mir scheißegal. Es geht darum, authentisch zu sein und die Wahrheit zu erzählen über alles, was läuft, ne? Und weißt du, wenn euer Ennis jetzt so meine ganzen Blogs anguckt und meint, so, ja, so wie Chanel das macht, ist das der richtige Weg, so, dann kann ich nur sagen, es ist der richtige Weg, weil du bist nur authentisch, wenn du ehrlich bist. Ehrlich sein, das heißt auch zu erzählen, wenn es bei dir nicht läuft und wenn es bei dir nicht so aussieht, wie alle denken, es sollte bei dir so aussehen. Like, that's not life, weißt du? Das Leben ist ein Problem nach dem anderen und du musst diese Sachen lösen. Und durch meine Lichtarbeit und so habe ich gemerkt, dass ich einfach in allem auch was Gutes sehen kann. Und auch wenn ich diese ganze Sache erzähle und es war alles schlimm, aber es hat mir so viel Stärke gegeben. Ich habe so viel mehr über mich gelernt. Ich und meine Frau sind noch mehr zusammengewachsen. Wir haben unsere Kinder bekommen, weißt du? Wir haben so viel dazu gewonnen an Stärke und an Aushaltevermögen. Das hätten wir sonst nirgendwo anders bekommen. Vielleicht kann ja irgendjemand von euch da was draus lernen. Amerika ist auf jeden Fall nicht mehr das, was es mal früher war. No way. Es ist ein ganz mieses Land. Jetzt noch mieser, ne? Jetzt noch mieser. Die machen echt ganz miese Sachen mit ihren Leuten da. Und egal wie doll ihr zu Amerika rüberschaut und denkt, es ist cooler und so, glaubt mir, seid froh, dass ihr hier in diesem Land lebt und dass ihr hier seid, weil. Das habe ich auch gelernt. Es gibt kein Land, was so gut ist wie Deutschland. Es gibt wirklich kein Land auf der Welt, was so cool ist wie Deutschland. Und dazu mussten wir erstmal Deutschland für eine Weile verlassen und erstmal merken, wie gut wir es hier haben. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wer SEC Plus seit Anbeginn verfolgt, dürfte wissen, dass Farid Bang Teil der Erfolgsgeschichte SEC Plus ist. Denn die legendären Blogs haben mit zum Erfolg von SEC Plus beigetragen. Und Farid Bang selbst hat in Düsseldorf einen eigenen Store betrieben. Doch seit einigen Jahren gibt es keine öffentlichen Videos oder Bilder. Und spätestens seitdem Farid Bang SEC Plus nicht mehr auf Instagram folgt, gab es immer wieder Gerüchte, dass sie Beef haben oder zumindest nicht mehr befreundet sind. Doch kürzlich teilte Matthias Clemens ein Video und beendet ein für alle Mal die Gerüchteküche. Denn er hat ein Shisha-Paket von Farid Bang bekommen und beweist damit, dass die Freundschaft nach wie vor intakt ist. Aber hoffen wir mal, dass die legendären Vlogs zurückkehren. Peace out. 10, 20 Minuten rein, raus. Wie die Testospritze, rein und raus. Ich bin der Meinung, es gibt kein Trainingsende. Es gibt nur eine Aufgabe. Hör mal, hast du auf deinen alten Tag so einen Trainerschein-Lizenz B gemacht oder was ist hier los? Was ist das für ein Gelaber hier? Heute habe ich ein schönes Paket bekommen von Benga Tabakko. Hier, Benga Tabakko hat mir ein Paket geschickt mit den neuen Geschmäckern. X. Das ist ja Dankeschön an Benga Tabakko. Dankeschön an das gesamte Benga Team. Und für alle Menschen, die so viel spekulieren da draußen, jetzt könnt es wird ja auch viel spekuliert, wie das Verhältnis zwischen mir und Farid ist, ob wir Streit haben, ob wir Kontakt haben, was mit uns ist. Mit diesem Paket hier, was schon Benga Tabakko, ich glaube, das gehört ja Farid, die Marke, geschenkt bekommen hat mal wieder. Ist übrigens mein zweites Paket. Will ich die Spekulationen jetzt noch weiter antreiben, was wohl Phase ist. Ich habe zwar schon oft gesagt, wir sind gut, aber trotzdem höre ich immer wieder hier.